Deutschland steuert auf ein zweites Jahr in Folge ohne wirkliches Wirtschaftswachstum zu. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute kürzten am Mittwoch ihre Prognose drastisch zusammen und rechnen 2024 nur noch mit einem Plus von mageren 0,1%. Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. In der lahmenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich also konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung einsetzen, die Dynamik wird aber nicht allzu groß ausfallen. Derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das nur hauchdünn über dem vor der Pandemie liegt. Seitdem tritt die Produktivität auf der Stelle und die inzwischen mehr als 600.000 zusätzlichen Erwerbstätigen kompensieren im Wesentlichen nur die niedrigere Arbeitszeit. Auch beim Thema Zuwanderung sehen die Experten Probleme. Dabei wird noch einmal festgestellt, dass der Beschäftigungsaufbau hierzulande seit Jahren maßgeblich der Nettozuwanderung zu verdanken ist, seit einem Jahr sogar ausschließlich. Der positive Wachstumseffekt der Zuwanderung wird allerdings durch die insgesamt geringere Produktivität der Zuwanderer abgeschwächt. Das Anforderungsniveau der ausgeübten Berufe und das Qualifikationsniveau der ausländischen Beschäftigten, insbesondere der Flüchtlinge, liegen im Schnitt deutlich unter dem Bedarf der Arbeitgeber. Die Hoffnungen liegen nun auf dem privaten Konsum und dann auf 2025. Dazu könnten Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank beitragen, die ab diesem Sommer erwartet werden. Das dürfte auch der krisengeplagten Baubranche dringend benötigte Impulse verschaffen. Bisher hatten die Institute für dieses Jahr noch ein Wirtschaftswachstum von 1,3% erwartet. Für 2025 nahmen sie ihre Vorhersage leicht von 1,5 auf 1,4% zurück.